Mary? Mary, schalten Sie doch bitte für einen Moment den Staubsauger aus und kommen Sie her, ja? Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Sehr wohl, Sir. Hier, sehen Sie mal aus dem Fenster. Auf die andere Straßenseite. Direkt geradeaus. Da, die Wohnung, da gegenüber. Das dritte Fenster von links, das mit dem bläulichen Vorhängen. Aha, ja? Da sitzt jemand im Sessel. Hat sich die ganze Nacht nicht bewegt. Ich glaube, er ist tot. Was? Tot? Oh Gott im Himmel, Mr. Ames. Sehen Sie bitte einmal genau hin und sagen Sie mir, was Sie davon halten. In Ordnung. Aber ich möchte ungern eine Leiche ansehen, Mr. Ames. Das bringt Unglück. Welches Fenster sagten Sie doch gleich? Das dritte von links? Direkt gegenüber? Oh, verflixt. Ich wünschte, ich hätte meine Brille mitgenommen. Dort, sehen Sie. Folgen Sie meinem Finger. Es tut mir leid, Mr. Ames. Ich kann es noch nicht sehen. Sie können es doch kaum übersehen. Das Fenster mit dem blauen Vorhängen. Er trägt eine Art Anzug. Grau. Der Arm hängt seitlich am Sessel herab. Sehen Sie? Nein, Sir. Doch Sie haben wahrhaftig Adleraugen, Mr. Ames. Wenn Sie etwas dort sehen, würde ich Ihnen niemals widersprechen. Was werden Sie nun unternehmen? Ich weiß es nicht. Mir ist das erst letzte Nacht aufgefallen. Ich sollte mich erst mal vergewissern, ob der Mann wirklich tot ist. Vollkommen richtig, Mr. Ames. Sie könnten sonst gewaltigen Ärger bekommen. Vielleicht schläft er ja auch nur oder ist nur bewusstlos. Möglicherweise ist der arme Mann auch nur ein Invalide? Das könnte doch sein. Möglich. Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können. Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute. Sie glauben, dass sie alles wissen. Doch in Wirklichkeit wissen sie nichts. Midnight Tales. Angst um Mitternacht.